Dank der japanischen Zentralbank sind die europäischen Börsen heute überwiegend deutlich im Plus. Die Kernfrage ist für heute für den US-Handel: Wie wird sich die amerikanische Notenbankentscheidung heute Abend auf die Kurse auswirken? Sie wissen, es wird etwa um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit dann letztendlich veröffentlicht werden. Wir werden das Ganze natürlich auf Twitter für Sie begleiten. Also können Sie kurz vorbeischauen, wenn Sie sich da genauer informieren wollen. Gut, schauen wir zunächst uns mal an, was momentan neben dem FED-Entscheid heute noch in Amerika wichtig ist. Wir sehen, die Futures sind überwiegend im Plus. Die schließen sich also dieser guten Stimmung in Europa an. Und zu den Einzelwerten zählen unter anderem Microsoft und Apple. Und dazu kommen wir gleich. Aber zuerst der Blick, der unvermeidliche Blick auf den Dow Jones. Und da hatten wir schon mal am Morgen auch gezeigt, wenig Bewegung. Auch hier bleibt das gleiche Spiel. Ich glaube, ich habe diese obere Widerstandslinie mittlerweile 100 Mal eingezeichnet in den vergangenen Wochen und Monaten, weil sie einfach nicht geknackt werden kann. Mehrfach angelaufen. Es hat nicht funktioniert. Dann der kleine Rücksetzer vor einigen Tagen. Und jetzt, wie gesagt, der nächste Anlauf. Fragezeichen, wenn heute Abend das Ergebnis passt. Insgesamt wird nicht mit irgendwelchen Maßnahmen gerechnet. Allerdings werden die Anleger natürlich sehr genau auf das schauen, was Janet Yellen zu sagen hat. Da wird ja wirklich jeder Punkt und jedes Komma auf die Goldwaage gelegt. Und dann für den Dezember erwartet das Gros der Experten trotzdem einen ersten Zinsschritt. Schauen wir uns jetzt Einzelwerte an. Kommen wir gleich zu Apple. Bei Apple gibt es natürlich zunächst einmal die Headlines mit den sehr gut verkauften iPhones. Jetzt haben Branchenanalysten allerdings herausgefunden, dass Apple offensichtlich tiefer in die Tasche greifen muss, um das neue iPhone 7 auch produzieren zu können. Das liegt an der neuen Kameratechnik, die verwendet wird, unter anderem, und führt dazu, dass Apple in etwa $225 je iPhone 7 auf den Tisch legen muss, also an Produktionskosten hat. Und das sind $37 mehr, als man noch für das iPhone 6S bezahlt hat. Und das bedeutet natürlich, dass die Margen für Apple sinken dürften. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Analysten, die sagen, okay, das mag sein, allerdings es werden sehr viel mehr Stückzahlen in Umlauf kommen, sodass Apple am Ende trotz der höheren Kosten auch mehr Gewinn einfahren kann. Das war einfach nur eine Randnotiz. Sie sehen, wie sich die Aktie in den vergangenen Tagen doch sehr gut entwickelt hat. Und mal schauen, ob das Niveau in etwa gehalten werden kann. Wir haben auf dem längerfristigen Chart haben wir gesehen, dass wir ein schönes Kaufsignal gesehen haben und dass die Aktie jetzt prinzipiell eher auf der Kaufseite zu sehen ist. Und das ist der langfristige Chart. Sie sehen es, schön abgeprallt von der 200-Tage-Linie, dann durchgestartet. Also alles in allem weiter im grünen Bereich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vor den nächsten Quartalszahlen, wenn Apple die nächsten Q-Zahlen veröffentlicht wird, dass da die Spannung nochmal steigt und die Euphorie und natürlich die Hoffnung auf deutlich höher als erwartete Verkäufe den Kurs nochmal treiben wird. Kommen wir zu einem zweiten Wert. Auch hier sieht es wirklich gut aus. Der Aktionär setzt ja schon längere Zeit auf die Alibaba-Aktie, ganz einfach, weil das Unternehmen ja eine Macht nicht nur in Asien, sondern vor allen Dingen auch in China ist, einem der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte. Und wir haben gesehen, diese Beschleunigung, die jetzt noch eingesetzt hat bei der Alibaba-Aktie. Und jetzt ist noch ein weiteres neues Detail rausgekommen. Alipay will ja im nächsten Jahr, in der ersten Jahreshälfte, irgendwann an die Börse gehen. Alipay ist das Pendant, wenn man so sagen will, eine Art PayPal auf der chinesischen Variante. Und Alibaba hatte vor einigen Jahren das Unternehmen abgespalten, hat sich aber durch Optionen letztendlich einen Anteil von 33% gesichert. Und jetzt sagen Analysten, mit der letzten Finanzierungsrunde lag die Bewertung von Alipay noch im Bereich um die 60 Milliarden Dollar. Innerhalb weniger Monate sind offensichtlich neue Schätze geborgen worden, denn mittlerweile beträgt der Wert etwa 75 Milliarden Dollar. Und jetzt heißt es, innerhalb von 2 Jahren, wenn man Versicherungsgeschäfte und alles andere noch dazu rechnet, könnte Alipay sogar 100 Milliarden Dollar schwer werden. Und das wäre natürlich jetzt schon auf dem aktuellen Niveau, ist das deutlich mehr als das, was beispielsweise eine Goldman Sachs auf die Waage bringt. Also der Kursanstieg scheint gerechtfertigt, mal abgesehen davon, dass Alibaba auch einer der Hauptprofiteure des Wachstums bei Online-Werbung in China ist. Genau,
Jetzt kommen wir zu Google. Da gibt es nämlich Neuigkeiten, eine neue App, eine neue Messenger-App, die gestartet wird. Und Google setzt hier darauf, dass diese so eine gewisse Intelligenz besitzt. Also um Gottes Willen Intelligenz immer in Anführungsstrichen. Aber sie soll auf jeden Fall das Chatten komfortabler machen. Vor allen Dingen soll sie dafür sorgen, dass die Nutzer ihren Chat nicht unterbrechen müssen. Beispielsweise, wenn Fragen gestellt werden, Mensch, wo wollen wir denn heute Abend beispielsweise Sushi oder Pizza essen gehen, dann erkennt die App automatisch diese Anfrage und liefert gleich mal verschiedene Vorschläge, wo es denn hingehen könnte, wo die Bewertungen gut sind. Das funktioniert für einige Bereiche und wie gesagt, soll den Nutzen ganz einfach komfortabler gestalten. Und darauf setzt auch Google, dass letztendlich hier diese App eingesetzt wird, um den Kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten und mit diesen neuen Features, dass man sich hier auch durchsetzen kann. Es bleibt abzuwarten, ob es funktioniert. Am Ende geht es ohnehin bei Google nicht darum, ob hier eine weitere Messenger-App eingebaut wird, sondern es geht letztendlich um die Online-Werbung, das Kerngeschäft des Unternehmens, und die ist in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gut gelaufen. Hier nochmal der Chart von Google. Sieht alles in allem durchaus ordentlich aus. Es fehlt natürlich ein Impuls, um hier über dieses kurze Verlaufshoch und über dieses kleine Verlaufshoch drüber zu kommen. Vielleicht sehen wir den dann heute Abend im Zuge eines doch freundlicheren Marktes, dürfte die Aktie von Google auf jeden Fall mitziehen und dann hier ein neues 6-Monats-Hoch zumindest mal erreichen und dann vielleicht auch mal diese alten Hochs aus dem Ende 2015, also aus dem Ende des letzten Jahres, dann mal in Angriff nehmen und vielleicht auch sogar übertrumpfen. Das wäre auch gar nicht so unwichtig, wenn man überlegt, es gibt ja dieses Wettrennen, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Google und Amazon, wer zuerst bei der 1000 ist. Momentan hat Amazon da übrigens die Nase klar vorn. Und Sie erinnern sich vielleicht, heute Morgen habe ich T-Mobile kurz dabei gehabt. Es geht darum, um die Neukundenzahlen, die vorgestellt wurden, die vielleicht auch unter den Erwartungen liegen könnten. Also daraus resultierte letztendlich gestern der Abschlag von etwa 3,5%, den wir gesehen haben. Heute heißt es allerdings, ja, T-Mobile könnte ins Visier eines Käufers geraten. Es werden auch gleich zwei Namen mitgebracht, nämlich NBC, Universal und Comcast. Und bei NBC würde, beziehungsweise bei Comcast, Entschuldigung, würde T-Mobile sehr gut ins Konzept passen, denn der Konzern will im kommenden Jahr eine eigene Mobilfunkstrategie, eine eigene Wireless-Strategie vorstellen. Und jetzt gibt es genügend Analysten, die sagen, Mensch, T-Mobile als Nummer 3 im Markt und so quirlig und dynamisch wie das Unternehmen ist, würde hier absolut richtig ins Konzept passen. Also, es sieht aus, als wenn diese Scharte von gestern wieder wettgemacht werden könnte, zumal das ohnehin eine etwas einseitige Betrachtung gewesen ist, das Zahlenwerk. Es sieht so aus, als wenn es heute wettgemacht werden könnte, und für uns bleibt die Aktie natürlich weiterhin ein Kauf. Zu Microsoft. Die dürfte jetzt ebenfalls langsam Gas geben. Also, was die Anleger betrifft, ist Microsoft ohnehin einer der Top-Werte der vergangenen Jahre, seitdem das Management ausgewechselt wurde und sich der Konzern letztendlich darauf konzentriert hat, jetzt auch das Cloud-Geschäft anzugehen, Mobile anzugehen, läuft es für die Aktie wieder richtig gut. Und jetzt werden die Anleger auch stärker daran beteiligt, nämlich indem die Dividende um 8% angehoben wird, die Quartalsdividende. US-Firmen schütten in der Regel 4-mal pro Jahr aus, und jetzt wird die Quartalsdividende von 36 auf 39 Dollar Cent letztendlich angehoben. Hinzu kommt, dass Microsoft angekündigt hat, Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Und wenn man nicht weiß, wohin mit der Kohle, dann ist es keine schlechte Idee, tatsächlich bei den eigenen Aktien zuzuschlagen. Also, vielleicht reicht es auch hier heute mit den positiven Nachrichten im Rücken, dass diese horizontale Widerstand, dass dieser rausgenommen werden kann und wir dann einen Impuls in Richtung vielleicht der 56-Euro-Marke sehen werden. Das darf ich Ihnen eigentlich noch gar nicht zeigen, denn das ist der neue Aktionär. Wir haben heute Redaktionsschluss. Am Abend gegen 22.30 Uhr etwa werden Sie sich die neue Ausgabe auch als E-Paper schon runterladen können. Am Freitag liegt das Ganze dann am Kiosk. Und es ist pickepacke voll, der neue Aktionär, mit wirklich interessanten Themen. Und eines der interessantesten Themen, nämlich ein Interview, alleine das macht den Aktionär schon kaufenswert in dieser Woche, das hat der Kollege Florian Söllner mit einer Autolegende, einem ehemaligen Chef von GM, geführt, mit Bob Lutz, der sich zu Tesla geäußert hat. Und Sie sehen es schon, seine Meinung zu dem ganzen Thema: Tesla wird untergehen. Schauen wir uns ganz kurz den Chart von Tesla zu dem Thema noch an. Es sieht ja wirklich gar nicht gut aus momentan. Unter die 200
Tage-Linie gefallen, also ein Verkaufssignal geliefert. Bob Lutz sagt, Tesla wird immer neues Kapital brauchen. In der Zeit werden sämtliche anderen Autokonzerne aufholen, die Reichweiten letztendlich auch steigern und damit die Sargnägel in den Sarg bei Tesla letztendlich treiben. Ob es so kommen wird, werden wir sicherlich in den nächsten Quartalen sehen. Das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Handelstag und wie gesagt, wir sehen uns vielleicht heute Abend auf Twitter. Bis dahin.